zweiter Tag in Las Vegas. War echt ein langer Tag. Wir haben echt viel hinter uns. Wir hatten heute unseren Orientation Day. Das heißt, alle Mannschaften aus allen Ländern sind zusammengekommen. Hello everybody! We are from Brazil! Also quasi der olympische Part, wieder der Einmarsch von den ganzen Teams und Ländern. Ist immer sehr, sehr spektakulär, vor allem Neuseeland. Die haben so einen Kriegstanz, den sie tanzen. Das machen sie jedes Jahr, das kommt immer super, super geil. Also da wird dann einem nochmal klar, wo man ist bei einer Weltmeisterschaft. Halt, ne? Und wir haben eben das Privileg, mittendrin zu sein. Der 6. August und zwar ist heute Orientation Day, das heißt, alle Teams stellen sich jetzt vor mit der Flagge, so wie bei der Olympiade der Einlauf und ja, wir nutzen diese Zeit, um ein bisschen zu connecten uns, das ist wichtig, die mit den Leuten ein bisschen so auszutauschen, deswegen connecten wir jetzt noch. Das ist Philippine All-Stars, wir waren bei den Adults. Two-time world champion, this time is a mega crew. Hi Germany, what's up? This is Lil Bad from Philippines, founder of the Bad Boy Flavor. Street from the Philippines, and we just want to give a big shout out to Team Recycled and all the dancers up in Germany. You guys are doing it big. Keep dancing, and we hope to see you guys out here in Vegas. In the Philippines. Oh. And in the Philippines too. Yeah. My cousins, huh? I like this. Bitches. We're everywhere. We're everywhere. Wir hatten auch heute Stellproben, das heißt, wir hatten die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen und dort alles nochmal zu fixen. Haben wir zum ersten Mal die Bühne so richtig gesehen, zu acht. Und ja, ein paar Sachen schiefgelaufen. Der Daniel hat sich fett auf die Fresse gepackt beim Backflip. Und ja, wir müssen auf jeden Fall Distanz üben. Und sind auch teilweise sehr unsicher mit den Spacings, waren viel zu weit vorne. Das machen wir morgen. Und da haben wir auf jeden Fall jetzt noch einen Tag Zeit, um das alles noch zu verbessern. Aber für heute Abend haben wir erstmal Feierabend. Ja Leute, wir wünschen euch allen noch eine gute Nacht. Und wir hüpfen jetzt aus dem Pool direkt ins Bett. Tschüssi.